So schnell vergeht die Zeit. Ratzfatz sind wir schon wieder bei Teil 2 zum Thema präventive Maßnahme gegen einen drohenden Burnout. Das heißt, hier geht es um Prävention zum Thema Burnout. So, wir hatten das letzte Mal bei Teil 1 hatten wir die Ernährung. Wichtig nochmal für alle, die frisch zuschauen, die neu eingestiegen sind, Freunde, ihr müsst den Einstiegsvideo anschauen, ganz wichtig. Und dann erst Teil 1 und dann kommt jetzt Teil 2. Denn nur so macht das Ganze Sinn und ergibt für euch einen roten Faden. So, wir sind wieder bei der Burnout-Prävention. Burnout-Prävention. So, da sind wir. Und heute ist Teil 2 dran. So, Teil 2. Was könnte sein? Auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Grundfundament, um präventiv gegen einen Burnout vorzugehen. So, ich mache es spannend und löse es aber jetzt sofort auf. Und zwar, Achtung, das Zauberwort, Bewegung, Freunde. Yes, intensive, vielleicht sogar schweißtreibende Bewegung stellt einen Schlüsselfaktor dar in der Prävention, Thema Burnout. Warum? Ganz einfach. Schaut mal, wir Menschen befinden uns immer mehr nicht in einer artgerechten Haltung. Das heißt, wenn man sitzt, befindet man sich nicht in einer artgerechten Haltung, weil die Wirbelsäule ist nicht für das Sitzen ausgelegt, entweder für das Stehen oder für das Liegen. Dazu ist es nicht natürlich, dass Menschen sich in einem Büro vor einem rechteckigen Kasten 10 Stunden befinden und da irgendwelche Signale verarbeiten. Das ist für den Körper Stress. Das sind Stresseinflüsse. Genauso wie Stress ist, wenn man am Tag 50, 60 Telefonate führt. Oder wenn man am Tag hunderte von E-Mails beantwortet, zusätzlich noch auf zig verschiedenen Webseiten surft. Oder sich stundenlang im Auto befindet, auf der Autobahn fährt, auf alles möglich achten müsste, rechter Blinker, linker Blinker, Fernlicht, Abblendlicht, Bremse, Auto kommt von rechts, Schild oben in der Stadt, Ampelanlage, Menschen. Das sind alles Stressfaktoren, das sind keine artgerechten Haltungsweisen mehr. Und genau aus diesem Grund gibt es ein Grundfundament. Der Mensch, das muskuläre System, genauso wie das Hormonsystem, ist angewiesen auf Bewegung. Wir müssen regelmäßig Sport betreiben. Und deswegen von mir ganz wichtiger Tipp. Das ist die Nummer 2 und das mache ich jetzt in Rot, weil das ist mein Steckenpferd, genauso wie die Ernährung logischerweise, seit Jahrzehnten. So, das ist die Nummer 2. Das ist Sport, ihr Lieben. So, wichtigster Faktor bei diesem Thema ist, es muss Sport sein, der Spaß macht. Es muss Sport sein, der es schafft, uns aus unserem tagtäglichen Hamsterrad zu reißen. Es muss Sport sein, der dafür sorgt, dass wir den Geist frei kriegen. Dass wir an nichts anderes denken, wie an den Sport, was wir machen. Dann haben wir genau den richtigen Sport. So, jetzt kommt es noch zum Zeitfaktor. Wie oft? Für mich ist 2x60 Minuten der Woche. Da kriege ich schon ein bisschen Gänsehaut. Eher 3-mal die Woche 60 Minuten ist für mich ein Grundinvestment in eine gesunde Zukunft. Ein Grundinvestment in die Prävention, wenn es um Burnout geht. 3x60 Minuten. Ihr könnt auch mit 1x60 Minuten anfangen, auf 2x, dann nehmen wir auf 3x60 Minuten. Aber ihr solltet als Endziel, das Licht am Ende des Tunnels, sind die 3x60 Minuten pro Woche Grundinvestment, wenn ihr wollt, dass ihr eine gute präventive Maßnahme habt gegen einen Burnout. Wichtig ist noch, beim Burnout ist oftmals mit an Bord der sogenannte Perfektionist. Ja, und dieser Perfektionist, der hat immer ein Problem. Der will alles, was er tut, innerhalb von relativ kurzer Zeit perfektionieren. Deswegen, liebe Freunde, wenn ihr einsteigt, ihr müsst gar nichts perfektionieren. Ihr müsst ins Tun kommen, Step by Step das Thema annehmen, gutes Zeitmanagement, wann tue ich was, das Ganze mit einbauen und dann gebt euch Zeit.
Damit ihr in einem Burnout landet oder damit ihr vor einem Burnout landet, habt ihr natürlich auch eine gewisse Zeit lang gebraucht. Und ihr dürft mir gerne glauben, es ist kein 4-, 6- oder 8-Wochen Unternehmen, sich darauf vorzubereiten, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Das dauert schon ein bisschen länger. Deswegen, lasst euch Zeit, baut keinen Stress auf. Genau, wir wollen Stress abbauen. Also, was machen wir? Bei diesem Thema Sport werden wir keinen Stress aufbauen, werden locker vorgehen, wir werden Step by Step unseren Sport intensivieren. Wenn ihr am Anfang nur spazieren geht, jeden Abend draußen in der frischen Luft, eine halbe Stunde, ist das schon mal perfekt. Wenn ihr dann irgendwann mal Kraftsport macht, perfekt. Wenn ihr irgendwann mal sagt, jetzt laufe ich 10 Kilometer, perfekt. Ihr müsst ins Tun kommen und zwar sofort. Wenn ihr jetzt zuguckt, wissenschaftlich bewiesen, innerhalb von 70 Stunden müsst ihr ins Tun kommen. Legt jetzt los zu diesem Thema und zum Thema Ernährung. Freunde, das war es schon wieder zum Thema Burnout-Prävention. Punkt 2, für mich wichtiger Punkt, die intensive, regelmäßige, entspannte, gelassene Belastung in Form von Sport. Demnächst geht es weiter mit Teil 3, Freunde. Bis dahin alles Gute, Andreas Triebenbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe, bekannter als Mr. T.